Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder eine ganz wunderschöne Karte, die ganz einfach gemacht wird, schön farbenfroh ist und ja, die irgendwie so einen kleinen Clou hat. Deswegen nehme ich diese Karte auch auf in meine Reihe einfach elegant. Ich habe da euch so eine Playlist gemacht, da sind ganz viele Kartenideen drin, findet ihr hier oben unter dem weißen i. Und könnt ihr nachschauen, da sind immer Karten drin, die eigentlich einfach sind, schnell gemacht sind und die halt eben noch so eine kleine besondere Feinheit haben. Und jetzt zeige ich euch die Karte mal. Und zwar ist es diese Karte hier. Also die hat hier diese wunderschönen Stanzformen, die man so ein bisschen aufstellen kann und so ein bisschen aufknicken kann. Und das ist so die Besonderheit, finde ich. Das sieht wirklich schön aus und macht auch richtig Spaß, die Karte zu machen. Ihr könnt euch da farblich total austoben und ihr könnt auch relativ schnell ganz viele Karten von dieser Art machen. Das wäre jetzt die Innenseite auch ein bisschen bunter gestaltet. Okay, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ich habe auch noch eine weitere Idee, die werde ich dann auch parallel mitmachen und euch dann zeigen. Ich lege es mal hier oben rein. Genau. An Material braucht ihr gar nicht viel. Ich habe jetzt nur Grundweiß benutzt. Das ist diese Bestellnummer. Ich nehme eigentlich fast immer den extra starken Farbkarton, weil mir so angewöhnt. Und ihr braucht als Material 21 x 14 cm. Das ist die Grundkarte. Die falzt ihr euch einfach in der Mitte bei 10,5. Dann habt ihr diese Klappkarte. Und dann habe ich drei Streifen in dem Maß 10 x 3,5 cm. Wenn ihr jetzt ganz viele Karten von dieser Art machen wollt und diese drei Streifen aus einem A4-Papier rausschneiden wollt, könnt ihr es auch so machen, dass ihr die lange Seite eben für diese drei Streifen nutzt. Die bekommt ihr da dreimal raus, wenn ihr die Streifen 9,9 cm breit macht. Das geht genauso und 3,5 in der Höhe bleibt. Genau, und dann starten wir jetzt einfach mal los. Ich benutze, die drei Streifen. Eines davon habe ich schon geprägt, aber das machen wir natürlich zusammen. Ich würde jetzt erstmal mit dem Kolorieren starten. Und dann nehme ich mir jetzt nur eine Unterlage her. Und was ich jetzt auch gleich mitmache, also ich mache jetzt gleich noch eine zweite Variante, weil ich noch eine andere Idee im Kopf habe und vielleicht kann ich euch das dann auch gleich zeigen. Und weil ich es schon zugeschnitten habe, mache ich auch noch eine dritte. Weil wenn ich die Pinsel quasi schon anmache, dann in der Farbe, dann kann ich das gleich nutzen. Und zwar benutze ich heute mal die Blends. Und ihr seht, ich habe jetzt meine Karten bis jetzt alle mit einem Blend gemacht. Das hat super funktioniert. Aber ich würde es jetzt trotzdem so machen, dass ich den bald auswasche und da jetzt die blauen Grüntöne mache und mit dem das Blütenrosa. Und zwar nehme ich heute von den Farben Blütenrosa. Ich glaube, Lindgrün habe ich benutzt. Und Jade. Halt euch mal die Bestellnummern ins Bild. Das sind die Stempelfarben, aber ihr könnt, wie gesagt, wirklich jede Stempelfarbe benutzen. Wenn ihr nur ein Blending-Pencil nehmt, dann fangt auf jeden Fall mit der hellen Farbe an. So habe ich es am Anfang gemacht. Aber eigentlich sollte man für jeden einen anderen nehmen, aber es geht auch so. Aber es ist halt schöner, wenn man zuerst mit der Farbe beginnt, die am hellsten ist oder die vielleicht auf die anderen nicht so ganz passt. Also grün und blau finde ich ist in einem Schema, das passt, das nehme ich jetzt nur mit einem Pinsel auf. Aber das Blütenrosa mache ich jetzt mit einem neuen Pinsel, beziehungsweise mit einem ausgewaschenen. Also ihr könnt die einfach wieder auswaschen und dann passt es. Okay, und ich starte jetzt einfach mal mit Blütenrosa, mache ich die drei Elemente. Und ich gehe mir da einfach ein bisschen, nehme mir die Farbe auf meinen Blending-Pinsel auf. So sieht es dann aus. Und wichtig ist jetzt an dieser Stelle wirklich, dass ihr irgendwo an einer äußeren Ecke anfängt und dann in euren Streifen reinmalt. Ich hole euch mal noch ein bisschen näher. Also ich fange jetzt hier außen in kreisenden Bewegungen an und gehe dann erst in mein Projekt rein. So geht die Farbe ein bisschen schöner, also so verwische ich das ein bisschen schöner. Und das hat dann diesen schönen Charakter von diesen weichen Kanten, würde ich sagen. Und ich mache eben eine Ecke stärker und die anderen, die streiche ich so ein bisschen aus. Dann sieht das Ganze so aus. Das mache ich jetzt einfach mit allen drei Karten. Ob ihr das jetzt vorher stanzt oder danach, ist völlig egal. Also das soll ich überlassen. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Farbe drauf gemacht. Das ist auch totale Geschmackssache.
Und hier nochmal. Da mache ich jetzt mehr so außen rum. Diese Kante ist ein bisschen dunkler. Hier habe ich die Ecke bewusst dunkel gemacht und dann eher so die Mitte, den Mittelpunkt heller. Also das, ja, entweder ergibt sich, wie es halt gerade so läuft, was der Pinsel gerade so hergibt, oder ihr macht das ganz bewusst, wie ihr das wollt und wie euch das gefällt. Genau, dann nehme ich mir die nächste Farbe. Das ist jetzt in meinem Fall Lindgrün. Nochmal drei Karten. Und dann mache ich es ganz genauso. Und ihr müsst ein bisschen schauen, vielleicht wie voll eure Stempelkissen sind, weil wenn die jetzt arg voll sind, dann müsst ihr hier auch nicht so oft reingehen. Das hier ist jetzt bei mir ein bisschen leerer. Deswegen gehe ich da lieber öfter rein, dass ich auch wirklich ein bisschen Farbe auf dem Blending-Pinsel habe. Das ist eigentlich echt cool. Und auch wenn man das im ersten Moment vielleicht gar nicht so richtig sieht, weiß nicht, wie es in der Kamera jetzt rüberkommt, da ist schon genügend Farbe drauf. Also wenn ihr es vor euch liegen habt, dann seht ihr das auch, dass da genügend Farbe schon drauf ist und dass da gar nicht mehr hin muss. Also man möchte es natürlich dunkler haben, weil die Hintergrundkarte ist ja auch weiß. Jetzt fällt mir gerade spontan nochmal eine Idee ein, was man machen könnte. Ist ja gut, dass ich drei zugeschnitten habe, weil das könnte man auch noch ausprobieren. Also mal gucken, wie es wäre mit einem anderen Hintergrund. Da muss man zwar wahrscheinlich die Schrift embossen, aber das wird ja auch funktionieren. Wäre dann nochmal ein bisschen mehr. Aber wer kein Embossing-Tool hat, der kann das natürlich dann auch stempeln. Also mal gucken. Genau. Okay, so reicht mir das schon. Und jetzt mache ich noch die dritte Farbe. Das ist jetzt in meinem Fall Jade. Und ich bleibe bei dem gleichen Blending-Pinsel. Und gehe mir da jetzt einfach rein. Das ist jetzt wieder ein bisschen voller. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen aufpassen, dass ich wirklich ganz stark von außen aufpasse. Von außen reingehe und nicht innen drin anfangen, sonst hat man diese Flecken. Genau, perfekt. Wieder reingelangt, wie immer. Ich habe immer Farbe in den Händen, wenn ich bastel. Genau, die könnt ihr euch jetzt einfach unter Wasser abwaschen oder noch so ein bisschen ausstreichen. Wenn ihr im gleichen Farbschema bleibt, kann man die auch immer wieder benutzen. Aber einfach auswaschen. Macht es ja auch wieder frisch. Und jetzt kommen die Hauptdarsteller. Das sind die Stanzformen Imposante Pop-Ups. Die haben diese Bestellnummer. Und hier ist eben dieses Element mit drin und noch viele andere. Und da habe ich mir jetzt dieses rechteckige und den Schmetterling und die Libelle rausgenommen. Aber ihr hättet auch noch kleine Blümchen, die man aufstellen kann. Ich habe mit den Stanzformen schon mal diese Karte gemacht. Da habe ich die auch verwendet. Also auch mal einmal dieses schmale Element, das wir jetzt auch benutzen, und dann auch dieses Kreiselement, wo man das dann so hochstellen kann. Und hier oben seht ihr, das sind auch die Blümchen mitverarbeitet. Die Bälle auch nochmal. Und innen eben auch nochmal. Das fand ich total schön, dass ich das dann nochmal wiederfinde. Also eine ganz andere Karte, aber eben auch mit diesen coolen Stanzformen gemacht. Genau, die nehme ich mir jetzt raus. Ihr könnt, wie gesagt, auch ein Blümchen nehmen oder so oder noch ein Teilchen mehr, wenn es euch zu wenig ist. Und mit denen stanze ich mir jetzt die ganzen Elemente aus. Und zwar habe ich dieses Element jetzt hier schon einmal ausgestanzt. Das setze ich mir eben immer unten so rechts in die Ecke rein. Kurbel mir das dann gleich durch. Bei dem blauen Element habe ich es mir nach links gesetzt. Nur gucken, dass es richtig rum ist, dass der Schmetterling nach oben fliegt. Habe ich es mir dann in die linke Ecke nach oben gesetzt. Und bei dem grünen Element stanze ich mir eben einmal die Libelle und einmal den Schmetterling aus. Auf der Seite so ein bisschen nach unten so. Und so kurbel ich mir das jetzt mal durch die Maschine. Genau, ich lasse euch mitlaufen, mitschauen, aber Musik laufen.
Genau, und dann seht ihr schon, die kommen hier richtig schön raus und die kann man dann so ganz leicht ein bisschen nach oben biegen. Die Elemente, die man gerne nach oben biegen möchte. Man muss ja nicht alles machen, aber vielleicht so ein paar Blätter und ein paar Blütenblätter und die Flügelchen vom Schmetterling und so. Und dann kann man die hier einfach so schön nach oben stellen und hat dann so dieses ganz tolle Motiv. Genau. Und dann ist auch nicht mehr viel dabei. Ich mache es jetzt so, dass ich mir die erste Karte, bevor ich es anklebe, mache ich mir die immer so ein bisschen nach oben, die Elemente, die ich gerne nach oben hätte. Und dann klebe ich mir die noch ein bisschen unterschiedlich auf von der Höhe. Ich würde es so machen, dass ich mir das mittlere Element ganz nach oben setze. Das mache ich mit Dimensionals. Also mit so Abstandsklebepads. Das ist auch ganz praktisch, weil man hier auch ganz viel Platz hat, die unterzukriegen. Bei dem anderen ist ja viel ausgestanzt. Da würde ich eher mit Flüssigkleber arbeiten. Und damit das schön gleichmäßig erhaben ist, mache ich mir hier und hier noch so eine kleine Ecke mit den Randstücken. Die schneide ich mir so ein bisschen zu. Wir brauchen gleich ein paar mehr. Ich schneide gleich mal welche vor. Nur so aufkleben, dass sie dann an der Seite nicht rausschauen. Und hier ist auch noch so eine kleine Ecke. Genau. Und wie gesagt, die oberen und unteren nehme ich einfach mit Flüssigkleber. Den mache ich ganz, ganz vorsichtig um den Rand rum, sodass ich nichts anklebe, was ich vielleicht noch später nochmal nachträglich aufstellen möchte. Ein bisschen auf der Seite, wo man noch viel Platz hat. Da haben wir ja nicht gestanzt. Und in diese Blütenmitten und in den Schmetterling in der Mitte setze ich auch noch ein bisschen Kleber. Dann ist wirklich genug Kleber dran und das Ganze hebt super. Und das Ganze setze ich dann so ein bisschen mit Rand, dass es halt zusammenpasst. Das macht ihr nach Augenmaß einfach so schön hier mittig drauf. Unten drunter dann das grüne Element. Und dann lasse ich ein bisschen Spalt. Da stempel ich dann gleich noch rein und klebe mir hier das untere Teil genauso auf. Wieder eben nur in diese Blütenmitten und so. Vielleicht in den Zwischenbereichen ein bisschen Kleber, aber das reicht völlig. Genau. Und das ist echt so cool mit diesen Aufstellteilen. Das hätte ich selber im Katalog fast gar nicht entdeckt. Bei unserem Online-Team-Treffen hat mir dann meine Teamies darauf hingewiesen und da war ich gleich schockverliebt in diese Stanzform. Die finde ich echt cool. Genau. Ich würde sagen, wir machen diese Karte jetzt einfach mal fertig und dann zeige ich euch meine anderen Ideen. Ich nehme jetzt ein Stempelset. Das ist ein bisschen älter, also gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr, glaube ich. Ist schon raus aus dem Katalog, aber ich finde das so schön. Ihr braucht aber einfach nur zwei Sprüche, die für euren Anlass passen. Also ich nehme jetzt herzlichen Glückwunsch. Und das muss gefeiert werden innen rein, weil das passt ja auch zu allem. Also das kann man jetzt auch zum Geburtstag oder zum Baby oder wie auch immer verwenden. Also da sind jetzt ganz viele Sprüche und ihr nehmt einfach, was ihr habt. Wichtig ist eigentlich nur, dass es ein schmaler Spruch ist und dass der eben hier reinpasst. Und als Stempelfarbe habe ich mich jetzt für Memento entschieden, also einfach schwarz. Das passt hier genau. Ach Gott, ich habe innen ganz vergessen. Also ich stempel das jetzt schon mal. Eigentlich wollte ich innen auch gleich, wenn ich die, sag mal, Blending-Pinsel da habe, wollte ich da innen auch gleich Farbe reinmachen. Das habe ich jetzt total vergessen, aber das kann man nachträglich auch machen. Und das kann man auch weglassen. Also wenn euch das jetzt nicht so gut gefällt, dann lasst das weg. Ich schaue jetzt mal, wie viel Farbe noch drin ist, ob das ausreicht. Mal gucken. Soll ja eigentlich auch nur ganz dezent sein.
Aber das hätte ich vorher schon machen können. Also blau passt. Nehmen wir noch ein bisschen grün. Soll jetzt wirklich nur ganz dezent sein. Und nochmal blütenrosa. Das mache ich diesmal auch nur hier oben in die Ecke, das blütenrosa. Das war mir bei der anderen Karte ein bisschen zu viel, glaube ich. Vielleicht noch ein bisschen hier unten. Ich wollte nicht, dass man so einen Fleck hat. Jetzt habe ich wieder zu weit innen angefangen. Da muss ich mich auch immer dran erinnern. So, jetzt stellt die Kamera nicht scharf. Jetzt. Genau, das mache ich bei den anderen jetzt auch noch schnell. Also soweit ist die Karte jetzt gestempelt und jetzt fand ich, hat noch ein bisschen was gefehlt. So ein bisschen kleine Glitzersteine oder sowas. Und dann sind mir die Akzente in Meerglasoptik in die Augen gefallen und ich fand, es ist genau richtig. Die haben diese Bestellnummer. Die passen von den Farben tatsächlich sehr, sehr gut. Also wir haben ja wirklich so einen... Müssten vielleicht sogar gleich die gleichen Farben sein. Ich stehe jetzt nicht drauf, aber das ist auf jeden Fall Jade. Das könnte auch Lindgrün sein oder Farngrün oder so. Und dann eben noch so weiße Steine. Das hat irgendwie genau perfekt gepasst. Und dann habe ich mir entschieden, dass ich die hier mal drauf baue. Genau, und da mache ich mir einfach 3 Stück wirklich auf die Karten drauf. Also das ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen viel im ersten Moment, denk mal. Aber ich finde, das passt da genau hin. Die haben so ein bisschen unterschiedliche Formen. Ich baue hier unten 3, hier 3 und dann von den hellen auch noch 3 hier oben hin. Das fand ich echt schön. Passt da richtig gut dazu. Und ist noch so ein kleiner zusätzlicher Hingucker. So vielleicht? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, noch ein bisschen Glitzy und dann reicht es auch schon. Und dann habe ich mir einfach den Weg auf Stella, den Glitzerpinselstift, geschnappt. Und mache mir jetzt hier auf die Blüten mitten noch ein bisschen Glitzer, in der Mitte von den Schmetterlingen. Ganz wenig. Und so in diese kleinen Bereiche, wo es noch ein bisschen glitzern darf. Gerade bei den Schmetterlingen, das sind ja so kleine, so ganz, ganz kleine, weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sieht, so kleine Vertiefungen eingestanzt, eingeprägt im Prinzip. Und die kann man ja auch noch ein bisschen beglitzern, auch auf den Blättern und so. Also, ja, da kann man einfach noch ein kleines bisschen Glitzy aufbringen, wer mag. Und dann hat man eine ganz zarte, wunderschöne Karte, finde ich. Wem das zu wenig ist, der kann natürlich auch noch richtige Glitzersteine aufbringen. Ich meine, hier wäre ja schon noch Platz. Es ist jetzt nicht so, dass es übertrieben voll wäre. Aber ich fand eben gerade diese schlichte Eleganz total schön an der Karte. Und das, obwohl sie eigentlich relativ bunt ist. Und so sieht meine Karte fertig aus. Meine erste Kartenidee. Also ich finde die wunderschön. Ich finde die echt... Ich weiß nicht, manche Karten brauchen gar nicht so viel mehr, oder? Kein Schleifchen und nichts. Also für mich war das jetzt einfach so genau richtig. Und dann habe ich mir aber gedacht, könnte ich noch ein bisschen mehr machen aus dem Ganzen. Und das will ich jetzt einfach mit euch versuchen. Also ich weiß ja selber noch nicht genau, wie es ausschaut. Aber ich habe mir ja jetzt mehrere Teile noch... koloriert und die würde ich jetzt tatsächlich noch bestempeln. Und zwar ist mir da heute Nacht noch dieses Stempelset eingefallen, kunstvoll koloriert. Das hat diese Bestellnummer hier unten und da ist dieser coole Stempel drin, den ich total schön finde und dachte, der könnte wirklich cool dazu ausschauen und das würde ich jetzt einfach gerne mit euch ausprobieren. Dann nehme ich mir den jetzt mal auf, aber größeren, den hier. Ich hole mir nochmal meine Schmierunterlage zur Sicherheit und würde jetzt das einfach mal ausprobieren bei dem mittleren Teil, wie das denn ausschaut. Also ich nehme jetzt einfach nochmal die gleiche Farbe, stempel das jetzt Ton in Ton drauf und gucke jetzt mal, wie das denn so aussieht. Könnte man auch vor dem Stanzen machen, aber das muss man nicht unbedingt. Da geht es ja jetzt nicht um das perfekte Ergebnis, sondern einfach nur um so ein bisschen Muster in dem Ganzen. Also mit Lindgrün kommt es wahrscheinlich in der Kamera wenig raus, aber ein bisschen. Und das macht sich richtig cool, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Ich zeige es euch gleich noch mit den anderen Farben. Ich werde jetzt auch meine zweite Karte, also meine eigentlich dritte Karte, auch mal so machen. Und wenn ihr es in den anderen Farben seht, dann seht ihr auch gleich den Unterschied. Das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Struktur. Sieht sehr cool aus. Das ist eine gute Idee.
werde das jetzt in den anderen Farben auch machen. Also in Blütenrosa und Jade. Manchmal ist es ja so, da weiß man nicht genau, wie es ausschaut am Ende, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Deswegen, probieren geht über studieren, sagt man ja immer so schön. Mache ich das Ganze jetzt mal, mache ich es zuerst mal in Blütenrosa. Also mit den anderen Elementen auch noch. Fangen wir vorsichtiger an der Seite. Ja, das ist dann schon ein bisschen krasser. Das war jetzt bei dem Lindgrün schön, weil das Stempelkissen schon ein bisschen leerer ist. Da mache ich jetzt, seht ihr den Unterschied zwischen dem ersten Abdruck und dem zweiten? Also mir gefällt der zweite besser. Das macht jetzt nichts, weil der erste halt auch stark ist, aber den kann man auch einmal irgendwo abstempeln und dann draufsetzen. So hat man nochmal eine ganz coole Form mehr. Ja, sehr cool. Und dann probiere ich es jetzt noch in Jade. Das ist auch relativ voll, da werde ich jetzt auch den zweiten nehmen. Die Farbe zu. Und zwischendurch putze ich mir den Stempel einfach kurz in meinem Reinigungstool ab. Und jetzt mal gucken, also der wird jetzt wahrscheinlich ziemlich stark sein. Dann nehme ich jetzt auch mal lieber den zweiten. Das schaut da richtig toll aus. Cool. Das macht echt nochmal eine tolle Struktur dazu. Ich glaube, da sieht man es jetzt sehr gut hier in der Ecke vor allem, was das eigentlich für ein Muster da noch draufsetzt. Das war jetzt ein bisschen zu viel, aber das geht schon noch. Das sieht jetzt ein bisschen klecksig aus, aber mein Gott, das passt auch irgendwie zum Muster. Genau. Also wenn ihr da noch solche Hintergrundstempel habt, die da vielleicht ganz cool wirken könnten, so wie sowas, das macht sich echt gut. Das könnt ihr auch gleich noch als Topping oben drauf setzen sozusagen. Genau. Ich mache es jetzt so, dass ich die Karte nochmal fertig bastel. Die funktioniert genauso. Und dann zeige ich euch noch eine weitere Idee, die mache ich gleich noch. Genau, und jetzt als letzte Idee zu dieser Karte ist mir ja noch die Idee gekommen, ich könnte den Hintergrund schwarz setzen, weil ich finde die Farben so schön und es wäre noch ein ganz cooler Hingucker. Und das probieren wir jetzt aus. Wichtig ist hierbei nur, dass wir das Ganze embossen auf dem schwarzen Papier. Und dazu embosse ich jetzt erstmal den Spruch oder klebe ich es zuerst auf? Ich glaube, ich klebe es alles erstmal zusammen und dann embosse ich. Nehme ich mir jetzt ein Stück schwarzen Farbkarton. Der hat das Maß 10,2 mal 13,7. Also das wird ein ganz schmaler Rand außenrum. Im ersten Moment kam es mir zu hart vor, aber je länger ich das anschaue, desto schöner finde ich es. Manchmal braucht es ja ein bisschen so Wirkungszeit, wenn man jetzt die ganze Zeit mit weißen Karten gebastelt hat, dann ist das schon mal im ersten Moment ganz schön dunkel. Aber ich glaube, das sieht dann auch ganz cool aus. Das klebe ich mir jetzt wieder auf. Ich mache es jetzt nochmal im gleichen Design. Da empfehle ich euch echt mit Flüssigkleber zu arbeiten, weil dann könnt ihr die Ränder noch ein bisschen schöner machen. Und da habe ich mir die Dimension jetzt schon drauf gemacht. Muss ich nur noch die Schutzfolie abziehen. Und hier werde ich mir jetzt noch den herzlichen Glückwunsch drauf embossen. Den Stempel habe ich schon sauber gemacht. Jetzt nehme ich mir das Versamark. Das ist so eine durchsichtige Tinte. Und stempel mir das hier einmal ab. Hoffentlich gerade. Und jetzt nehme ich mir das weiße Embossing-Prägepulver. Und gebe mir da ein bisschen Pulver drauf. Oh je. Nicht vorher mit Kleber arbeiten vorm Embossen. Was nicht passt, wird passend gemacht.
habe es versemmelt. Ich zeige euch gleich meine Karte. Ich mache jetzt das Ganze nochmal auf einem extra Stück Papier. Weil ich hatte da irgendwie Klebedasche auf der Karte und dann war das ganze Embossing-Pulver überall, nur nicht da, wo ich wollte. Ich glaube, jetzt sieht es schöner aus. Und bevor ich die ganze Karte verhunagel, mache ich das jetzt lieber auf einer separaten schwarzen Papierstück. Das werde ich jetzt kurz mal heiß föhnen und dann habt ihr gleich das Ergebnis von dem Embossing. Sieht schon sehr viel schöner aus. Also ich habe hier auf der Karte, vielleicht seht ihr es, ich hatte das Glückwunsch nicht gut aufgestempelt. Also auf jeden Fall war das nicht gut. Dann hatte ich mit Embossing Budding drüber gemacht, dann ist es schon so hell geworden. Dann habe ich den Klebemittelradierer benutzt und habe meine Klebestellen, die ich da oben hatte, weggemacht. Dann habe ich es nochmal bestempelt. Nochmal versucht, ist nichts geworden, weil ich da schon ein bisschen von dem Papier aufgeraut hatte. Und jetzt habe ich beschlossen, ich mache die Karte so, dass ich da nochmal was einklebe. Und das mache ich jetzt. Ich habe mir jetzt einfach einen Streifen geschnitten. Der hat 2 cm mal 10 oder 9,9, je nachdem, wie ihr es geschnitten habt. Ich gucke jetzt nochmal. Ne, 2,5 hat er in der Höhe. Und den baue ich mir jetzt da noch ein. Es fällt dann gar nicht mehr auf. Oder es ist gewollt. Es ist dann auf jeden Fall einfacher, die Karte so zu basteln. Na, dann hier nochmal so einen kleinen Mehraufwand. Wenn ihr das aber trotzdem so machen wollt mit dem Schwarzen, was ja durchaus super aussieht. Hat schon auch was, oder? Vor allem sieht man das auch sehr schön, wenn man die Flügelchen und sowas hochstellt. Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr jetzt zuerst das Embossing macht und danach die Sachen aufklebt. Weil dann habt ihr auf jeden Fall keine Klebereste. Da war so ganz minimal ein kleiner Klebereste. Und wenn da das Embossingpulver drüber kommt, dann sieht man das natürlich ganz in weiß gleich ganz gut. Deswegen, das würde ich euch empfehlen als Tipp. Genau, und da mache ich es jetzt auch wieder so, da mache ich jetzt auch wieder die Steinchen drauf. Und ich glaube, ich bleibe bei diesem Farbkonzept. Ich mache wieder diese schönen Meerglas-Optiksteine drauf. Und dann zeige ich euch nochmal alle Karten. Cool, das ist auch eine coole Karte geworden. Erst habe ich gedacht, das ist zu hart, aber das ist gar nicht so krass. Das schaut auch sehr, sehr gut aus. Ist halt nochmal ein bisschen mehr Aufwand, weil man embossed, weil man den schwarzen Hintergrund hat. Aber es sieht auch sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Innen so. Hat auch was auf jeden Fall. Also die finde ich auch sehr cool. Hier habt ihr die erste Idee. Wirkt gleich ganz anders. Und hier habt ihr noch die zweite Idee mit mehr Musterung und mit einer anderen Verteilung von den Standsteilen oder von den Elementen. Sieht auch sehr schön aus. Ja, jetzt ist es wieder schwierig, oder? Jetzt müsst ihr entscheiden, was euch am besten gefällt, was ihr nachbasteln wollt. Ihr habt jetzt auf jeden Fall ganz viele Ideen. Mir ist noch mehr eingefallen, aber irgendwann muss Schluss sein. ja, cool eigentlich. Die finde ich auch echt cool. Die hat schon was. Aber die weiße ist auch sehr schön. Beide, die ganz schlichte weiße und auch die gemusterte weiße. Ja. Jedenfalls überlasse ich das jetzt euch, was ihr gerne nachbasteln möchtet und wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, das freut mich natürlich. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ganz viel Spaß beim Nachbasteln, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, kreativiert was Neues. Tschüss!